Ja, hallo zusammen, willkommen bei Brock dem Baumeister. Heute habe ich eine kleine Weihnachtsfolge für euch. Wir sind also heute auf der Weihnachtsburg und ich bin als Santa Brock unterwegs. Ich nehme euch einfach jetzt mal mit rein, beziehungsweise erstmal bis zur Burg hin. Ups. Wenn ich da bis zur Burg komme. So. Da sind wir erstmal. So, jetzt zeige ich euch erstmal von außen, was ich hier so angestellt habe. Eine schöne große Burg in den Bergen. Alles ein bisschen beleuchtet. Wie ihr auch seht, ist alles hier sehr friedlich. Das sind natürlich ganz klar die Server-Einstellungen, dass hier auch Eintracht herrscht. Sonst hätte ich auch Moda nicht da im Käfig gefangen halten können. Jetzt geht es erstmal wieder rüber zum Eingang. Ups, da sind wir. Ja, willkommen in der Weihnachtsburg. Hier ist auch schon der Wagen von unseren beiden Händlern, wo sie ihre Weihnachtsgeschenke drauf haben. Moda ist eingesperrt, damit sie uns das Weihnachtsfest nicht versauen kann. Wartet friedlich im Käfig, damit alles vorbei ist. Ja, das ist meine Weihnachtsburg. Können wir gerade noch hier oben hoch. Das Wackeln nebenan, das ist Moda, die sich gerade etwas aufregt. Ups. Irgendwie sind hier ein paar Fische gelandet, von denen ich keine Ahnung habe, wie sie jetzt hier hinkommen. Okay. Der Wunschbrunnen. Und dann geht es jetzt rein in die Burg. Hier haben wir die Frosthöhlen hier hinter. Das ist die Vorbereitung fürs nächste Video. Ich habe einen Innenausbau in den Frosthöhlen in Planung oder in der Mache. Ich kann euch noch gerade mit runter in den Keller nehmen. Ich hatte ursprünglich vorgehabt, hier im Keller auch noch einen richtigen Innenausbau zu machen. Aber es hat sich dann leider herausgestellt, dass hier drunter, unter dem Dungeon, doch erstaunlich wenig Platz ist. Also sind hier nur meine Weinvorräte und Biervorräte und Metvorräte im Keller gelandet. Und für mehr war da leider kein Platz drin. So. Und dann werde ich uns jetzt nochmal das Ganze von außen zeigen. Und zwar im Hellen. Okay, wir sehen uns gleich draußen wieder. So, da bin ich wieder. Und so, fahren wir erstmal ein bisschen hoch. Seht ihr, so sieht die ganze Burg vom Grundriss aus.
Man kann auch alle Türme begehen. Also alles wieder komplett nutzbar, wie ich das ja immer gerne mache. Hier haben wir dann noch mal den Moderkäfig. Hat sich etwas, wenn man es weggedreht, ist vielleicht fratzig, weil sie eingesperrt ist, aber öfters versucht sie auch mal zu fliegen, die Drachenmutter. Ja, hier wie gesagt der Wunschbrunnen noch mal. Eingang, Haupteingang hier rein. Oh, ja, da fliegt er wieder. Und so haben wir das Ganze noch mal von innen. Ja, und wie gesagt, jetzt sehr bald geht's dann hier rein mit euch. Und dann zeige ich euch mal, was man da alles mit ein paar kleinen Mods im Dungeon bauen kann. Gut, danke fürs Zuschauen. Wie immer, lasst gerne einen Kommentar da. Schreibt, wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr Anregungen habt oder wenn ich euch auf schöne Ideen gebracht habe. Meldet euch einfach. Gut, wir sehen uns im nächsten Video. Habt eine schöne Weihnachtszeit. Und wenn Weihnachten schon vorbei ist, dann freut euch halt aufs nächste Weihnachten. Okay. Ciao, passt auf euch auf. Tschö.